Basisches Aktivwasser ist ein Funktionswasser, um dem Körper kalorienfreie Basen und Antioxidantien in großer Menge zuzuführen. Da das Säure-Basengleichgewicht im Körper mit zunehmendem Alter ohnehin nachlässt, ist ein Ausgleich durch dieses Perpetuum mobile der Entsäuerung umso eher zu empfehlen, je älter man wird. Nach unserer Erfahrung und unserer Einschätzung ist das aktive Basenwasser unerlässlich als Therapie für die Zivilisationskrankheiten. Es hat einen hohen Stellenwert auch in der Vorbeugung, in der sogenannten Prävention. Basisches Aktivwasser ist also nicht nur ein Werkzeug des Kurarztes zur Unterstützung intensiver Entsäuerungsmaßnahmen wie Sauerstoffkur, Darmsanierung oder Heilfasten. In Japan zum Beispiel sind schon 10% aller Haushalte komplett vom Gebrauch unbehandelten Wassers abgekommen und haben sich für zu Hause ein Elektrolysegerät angeschafft, mit dem man es herstellen kann. Solche sogenannten Wasserionisierer gibt es heutzutage auch in Modellen, die für mitteleuropäische Wasserverhältnisse tauglich sind und sich problemlos an eine vorhandene Wasserleitung anschließen lassen. Wenn mich jemand nach einem Universalrezept für seine Gesundheit fragt, ist meine Antwort sehr einfach. Fangen Sie an, basisches Aktivwasser zu trinken, selbst wenn Sie saure Sachen essen. Am wichtigsten ist es, damit anzufangen, die elektronenreiche basische Flüssigkeit zu trinken, mit der Sie die Säuren aus der Nahrung neutralisieren können. Der Kaffeetest von Karl-Heinz Asenbaum zeigt, dass es auch eine besondere Entschlackungsfähigkeit besitzt. Mit dem Speicheltest kriegt man schnell mal einen Einblick, was im Körper eigentlich los ist. Der Speichel nährt sich ja aus der Lymphe und die Lymphe sagt uns, was ist zwischen Blut und Zelle unterwegs. Also da sitzt eigentlich die Übersäuerung, wenn eine da ist. Nun, so wie es beim EKG ein Ruhe-EKG gibt und ein Belastungs-EKG, kann man natürlich auch mit dem Speicheltest so verfahren, indem man zweimal misst, nämlich vor und nach einer Säurebelastung. In diesem Fall mache ich das gerne mit Kaffee. Jetzt schauen wir mal, hier am Anfang haben wir einen Ausgangswert im grün-blauen Bereich, also schön basisch, so soll der Speichel sein. Wäre er unter pH 7, dann würde er meine eigenen Zähne annagen. Dass das nicht so sein soll, natürlicherweise, das begreift jeder, da braucht man keine klugen Bücher darüber schreiben. Aber jetzt sehen wir mal, wie der Kaffee, eine Tasse, pH-Wert ungefähr 5,5. Nein, ich habe es genau gemessen, der hatte 5,5. Also so wie die Haut. Schauen wir mal, wie das wirkt. Wir schauen auf die Uhr. Da haben wir also gleich nach dem Trinken natürlich noch keine Auswirkungen auf den Speichel, denn der Kaffee muss ja erst über die Verdauungsorgane resorbiert werden, dann geht er ins Blut und vom Blut in die Lymphe und dann ist er unterwegs und der Speichel kann sich daraus nähren. Allerdings, 2 Stunden später, tut der Kaffee dann natürlich seine Wirkung, und zwar eine ganz erhebliche, wenn man sich mal vorstellt, dass es nur eine Tasse war. Der pH-Wert fällt in den sauren Bereich. Und außerdem, der Proband, in dem Fall war es ich, fühlt sich schlapp. Ganz klar. Das ist, erst pusht es und dann macht es müde. Das ist die Wirkung des Koffeins und des Kaffees, die immer mit einer Übersäuerung verbunden ist. Jetzt ein guter Versuch, um zu demonstrieren, wie schnell das eigentlich geht mit dem basischen Wasser, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Das ist eben, weil das basische Wasser so schnell durch die Verdauungsorgane durch kann und Kontakt zur Lymphe findet. Ich trinke hier ein Glas Wasser, basisches Wasser, pH-Wert 9,5, und 5 Minuten später darauf die Messung und der Speichel ist wieder im blauen Bereich und damit die Lymphe und ich fühle mich auch wieder wohl. Kaffee ist bei weitem nicht das sauerste Getränk, das in unserem zivilisatorischen Umfeld verbreitet ist. Dies zeigt die Tabelle aus dem Service-Handbuch Mensch. Viele Mineralwässer, die empfohlen werden, sind genauso sauer, werden aber nicht tassen-, sondern flaschenweise getrunken. Saurer noch als Essig sind Limonaden, insbesondere Cola-Getränke, die fast an den Säuregrad der Magensäure heranreichen.